Besonders schön fand ich aber, und das ist jetzt ernst, die Ärztezeitung schreibt am 17.8. die Ärztezeitung, dass die STIKO-Mitglieder geschlossen zurücktreten sollten, denn wir wissen jetzt, wo wir hingekommen sind. Politiker in Bund und Ländern haben das Ansehen und die Unabhängigkeit der STIKO ruiniert, vermutlich irreversibel. Peinlich ist die Nichtbeachtung der eigenen Gesetze. Sträflich aber ist, dass sich die Politik in der Impfdebatte an der Wissenschaft versündigt hat. Das Ganze hat womöglich unabsehbare Folgen für die Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnisse. Wirklich ein Lob an den, der das in der Ärztezeitung veröffentlicht hat.